Stimmt, dass er sehen beeinflusst, wohin ich gehe. Ja, hier haben wir noch ein kleines Versteck. Kleineres Stück. Ups. Jetzt geht's ja schon uns schon mal viel besser. Oh, der Raum. Maybe I should follow that light. Ja, ich sollte dem Licht folgen, genau. Mal gucken, ob ich schnell genug bin. Nein! Did I wake you? Verdammt, ich habe sie aufgeweckt. Aber nur einen. Die große Halle spricht für mehr. Das brauchen wir vielleicht noch. Goldjaguar. Ach schön, und da wartet noch ein Demon auf uns. Hey Demon, alter Kumpel! Der meint, der könnte uns echt abhalten. Scheiße! Weg hier! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht! So, ging ja, ne? Das da ist eine gute Wahl, oder? Ah, was wollen wir erstmal? Erstmal gucken, hier, Lichtweg. Okay, dieser Lichtweg bilden eine Art Weg zu der Stadt des Jahres. Wir sollen ihm folgen. Wahrscheinlich gibt es tausende von blutrünstigen Dämonen, die in der Dunkelheit darauf lauern, dass wir ihn verlassen, damit sie uns das Fleisch von den Knochen reißen und langsam verdauen können. Okay, es reicht. Jetzt habe ich auch verfluchte Angst. Ah ja. Goldener Jaguar, weiblich. Okay. Sie ist die Statue des weiblichen goldenen Jaguars. Wir müssen los und ihren Partner so schnell wie möglich finden, denn zusammen öffnen sie den Tempel des Jaguars. Ui. Den Tempel des Jaguars. Brumm, brumm. Und wieder durch den Raum. Luftströme also. Ich habe es mal für Anziehungskraft gehalten. Komisch, dass es. Dass die Nitriska nichts. Nein. Ja, Spiel abgestürzt. Tut mir leid. Gucken, wo er gespeichert hat. Ich weiß es nicht, weiß es nicht. Ah, doch, ich glaube, wir haben genau davor gespeichert. Stimmt, ja. In weiser Voraussicht. Nein, 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 wir haben es überlebt. Gleich speichern. Und wir sind wieder an Tageslicht. Juhu! Ach, hallo! Du kommst zu spät. Du auch. Die rappen es nicht. Oha, ich bin schneller als ihr. Irgendwie ist die Maus jetzt langsam. Das freut mich außerordentlich. Moment. Ach so, die Mausbeschleunigung ist wieder aktiv. Natürlich. Wie konnte ich die vergessen? Ja, jetzt ist gut. Jetzt sogar sehr gut. Naja. Dumpti 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 dum. Da ist er. Wow. Scharf geschossen, Kleiner, aber du musst früher aufstehen. Was? Findiana, Reptiloider Dämon. Ah ja. Beschreibung. Eine weitere grässliche Mutation, die wir dem berüchtigten Mentor verdanken. Ein einfacher, eidechsenartiger Organismus von Fienda, der ersten, wurde über mehrere Generationen gekreuzt.
mutiert und schließlich mit einem Titanskelett verstärkt. Das Wesen hat die einzigartige Fähigkeit, ein winziges schwarzes Loch zu erzeugen, aus dem schwebende Lavakugeln schleudern können. Das Geschoss bleibt durch schwache magische Kräfte durch kurze Zeit stabil, nach einiger Zeit in der Luft kühlt es aber ab und explodiert schließlich. Die Geschosse des Dämonen kann man nicht zerstören, weiche ich hinaus, bis sie explodieren. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, mit dem Raketenwerfer geht es trotzdem, auch wenn da was anderes steht. Naja. Immer brav speichern, man weiß ja nie. Das Spiel birgt doch einige Überraschungen. Zum Beispiel den da. Ist gut jetzt. Ja, es kommt ja nochmal. Ja, der ist er. Und wir haben wieder jede Menge Zeugs. So, mein Zeug. Können wir jetzt mit Zeug endlich weiter? Auf zur zweiten Pyramide. Irgendwas habe ich erwischt, aber nicht den, den ich wollte. Nein, scheiße. Jawohl, den haben wir. Ah, verdammt. Raketen sind gut. Ich liebe den Raketenwerfer. Nein, ich will nicht. Ey, jetzt werden wir nicht handgreiflich hier. Puff, hat's gemacht. Nein, diesmal nicht. Ich bin vorbereitet. Geheime Munition oder normale Munition? Normale. Ah ja, übrigens wegen Hollywood, da müssen wir auch noch hin. Mit einer hässlichen Textur, aber mei, was soll's. Man kann nicht alles haben in so einem alten Spiel. Wohl aber das umfangreichste Grafik-Einstellmenü, was ich je gesehen habe. Man bemerke, also das muss ich jetzt kurz zeigen, das ist natürlich normal. Normale Option, erweiterte Option, die einen sowieso nicht sagen. Noch mehr erweiterte Option, Vorhersageoption. Achso, nein, das war jetzt nicht Grafik, aber hier Renderoption. Shadow Map, Modelleinstellungen, Rendersteuerung, OpenGL-Einstellungen, Direkt 3D-Einstellungen, HUD-Einstellungen, Anzeige-Einstellungen. Oh, HUD-Einstellungen? Ja, lassen wir so. Zusätzliche Einstellungen und das war's dann auch. Also, hey, das ist doch mal echt viel und innovativ. Also, es war, ich glaube, 3 Jahre danach, das Zero Sam war Far Cry. Du konntest Zero Sam sowas von, also dieses Second Encounter, konntest du so viel einstellen und erhöhen, dass du auch nach, auch mit dem Mainboard. I smell some serious firepower around here. Aha. Dass wir nach, dass man nach 3 oder 4 Jahren immer noch mit dem Teil, ein Mainboard oder eine Grafikkarte in die Knie zwingen konnte. Ah ja, hier war es mit der Brücke, aber wir haben gerade genug Rüstung. Das auf dem Rückweg. Müssen wir unbedingt. Das kennen wir doch schon. Okay. Wieder eine Überraschung mehr. Das Spiel bitte will uns echt auf den Arm nehmen. Oh, geil. Toll, haben wir schon alles. Oh, das kenne ich doch. Nein! Oh.
gibt's doch nicht! Nein! Oh Mann! Diese Viecher sind so heftig! Selber Kettensäge oder wir versuchen es damit. Das ist einfach zu schnell. Ja, klappt, ne? Kann man machen. Ja. Ich finde es einfach schön, wie die es damit gemacht haben. Es wurde auch für die Lichteffekte damals gelobt. Ich finde, da muss man ihnen recht geben. Den Spieletestern. Ich finde, die Effekte sind noch phänomenal, wie das Blut hier nur durch die Gegend spritzt. So fies. Also vielleicht war es so, da wurden die mal von diesen Raketen, wie man jetzt sieht, kaputt gemacht. So, du scheiß Maske. Lass das Geballer. Oh shit. Das ist auch noch so ein Raum, der, wenn man höher als leicht spielt, fängt er an problematisch zu werden. Aber nicht um die Dame. Und wir haben Seres ernsten Schaden. Jetzt macht es natürlich Spaß. Noch macht es Spaß. Der hat irgendwie voll keinen Plan gehabt. Lustig. Die Gegner findet mich nicht. Also das muss hier schon was heißen, weil diese Gegner sind strohdoof. Die laufen immer, immer direkt auf einen zu. Bis auf die, die einen Bug haben. Haben wir. Schlimm, dass wir so wenig einsammeln können und wir haben diese Scheißhalle nochmal vor uns. Goldjaguar, das war der männliche. Und wieder werden wir von einem roten Dämon begrüßt. Ich weiß jetzt, dass er da ist. Ich finde den Typ sympathisch. Was haben wir für Nachricht? Beide goldenen Jaguar. Toll, wir haben jetzt beide goldenen Jaguars. Jetzt müssen wir nur noch eins machen. Zurück zum Zeremonieplateau gehen und sehen, was passiert. Ich hüpfe noch mal kurz ins Wasser. Nix. Blub. Raketen. Und natürlich etwas unter der Brücke. Und es leuchtet schon. Huch. Ich dachte jetzt natürlich das andere. Ist dies Reaktion-Ding. Okay. Was? Noch einer? Wo? Komm her, du Elektrofisch. Und nochmal. Haben wir noch genug? Nein, nein. Das tut weh.